zum Aufstehen. Ja. Stefanie, wieso bist du nicht draußen und spielst was? Naja, Meini hat zwar einen neuen Fußball, aber er rückt ihn nicht raus. Meins. Pixel spielt zwar Fußball, aber bloß auf seinem doofen Computer. Wow, wo kommt der her? Okay, den krieg ich. Und Siggi, der hat sich nach dem Frühstück hingelegt, damit er Hunger auf das Mittagessen kriegt. Was? Niemand ist draußen und spielt? Ach, das ist ja fürchterlich. Ha, aber ich weiß jemanden, der uns helfen kann. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Ach ja, gleich geht's los, ja. Wenn man sich auf jemanden verlassen kann, dann auf Spartacus. Hilfe dringend gebraucht? Der Bürgermeister. Das muss wohl wichtig sein. Ich bin schon unterwegs. Herr Bürgermeister, wo liegt das Problem? Na ja. Flut? Nein. Feuer? Auch nicht. Gewitter? Nein. Hagelsturm? Nein, das Problem ist, dass niemand rausgehen will, um zu spielen. Was? Das ist wirklich furchtbar. Sie haben recht. Da ist tatsächlich niemand. Wissen Sie noch, wie Sie letztes Jahr allen gezeigt haben, wie man Baseball spielt und wie alle dann ganz scharf auf Homeruns waren? Hm? Tja, und für dieses Jahr hatte ich mir gedacht, wie wäre es denn vielleicht mal mit Fußball? Ja. Ja, wissen Sie, Stefanie liebt Fußball. Nun ja, einen coolen Trick hätte ich drauf. Oh, wunderbar. Ach, ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Hm. Kommen Sie mit. Wow. Hier entlang, Sportakus. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Tja, hiermit bestimme ich, dass der sportakuläre Spektakeltag in Lazytown, heute ist. Tada! Ich muss los und meinen Trick trainieren. Ich will doch Stefanie nicht enttäuschen. Und auch sonst keinen. Wenn nur nicht dieser nichtsnutzige, warmherzige, nette Gesundheitsfreak wäre, dann wären die Leute in Lazytown genauso faul wie früher auch. S-P-O-R. Spor? Das heißt Spor? Nö, das heißt...
heißt Sportakel. Ack, Lack, Portal, Porös, Spack, spektakuläres Spektakel. Oh, der Tag ist das. Oh, na, das war mein Lieblingstag, bevor dieser Sportlerdödel in unsere Stadt gekommen ist. Damals gab es noch Kuchenesswettbewerbe und Tauchvorführungen in Schokoladensirup. Das waren noch Zeiten. Ach, aber was soll's, egal. Denn schon sehr bald ist der Held dieser Stadt vollkommen platt. Und das dank meiner neuen, unglaublich genialen Erfindung. Der fiese Füße Verwirrumat 6000 da. Oh, wunderschön bist du. Frucht meines genialen Geistes. Hippidi-hopp, hippidi-hopp. Für Sportakus wird das ein Flop. Oh. Und nun zu meiner Lieblingsübung. Tricksen, tarnen und täuschen. Ab geht's. Zu öde. Zu blöde. Zu spröde. Zu schön, um wahr zu sein. Perfekt. Ist es bald soweit? Ist es bald soweit? Oh, oh, wie spät ist es denn jetzt? 10 Sekunden später als das letzte Mal, als du gefragt hast. Entschuldigung, ich kann's bloß kaum erwarten, bis Sportakus uns seinen tollen neuen Trick zeigt. Ist es bald soweit? Nein. Wie ist denn das? Zeigt Sportakus euch jedes Jahr einen neuen spektakulären Trick? Genau, und zwar am sportakulären Spektakeltag. Ja, letztes Jahr hat er diese abgefahrene Nummer gezeigt. Das ging nur... Wow, wow, wow. Oh. Nur, dass er auf den Füßen gelandet ist. Hm? Oh, der Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie... Ich schalte um auf Fernsehen. Der sportakuläre Spektakeltag beginnt. Sportakus wird uns einen unglaublichen Fußballtrick vorführen. Ah, bedeutet das? Es ist soweit. Cool. Wow, wow. Gut, noch einmal. Ich bin bereit. Hallo, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Fred Vertreter, Handelsreisender. Entschuldigen Sie, aber ich hab's eilig. Oh, kennen Sie das, wenn Sie feststellen, oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmodder? Na, kennen Sie das? Nein, das kenne ich nicht. Und, kennen Sie das jetzt, dass Sie feststellen, oh Mann, meine Schuhe sind völlig verdreckt von diesem ekligen, schleimigen Schmodder? Hey, ich hab's wirklich eilig, ganz im Ernst. Verstanden, aber zuerst will ich Ihnen Ihre Schuhe putzen. Mit meinem Schuhreiniger 6000. Die Schuhe, bitte. So, und tschüss sagen die richtigen Schuhe. Und hallo sagen die Trickschuhe. Hier sind sie wieder wie neu. Danke. Und viel Glück. Das hat er auch nötig. Auf Wiedersehen, Schuhe. Auf Wiedersehen, Sportakus. Sportakus! Hi, Stefanie. Oh, ich bin ganz auf.
aufgeregt. Alle reden nur noch über den super Trick, den du uns nachher vorführst. Mann, ist das spannend. Oh ja. Ist er bereit? Und? Nervös? Ja, ein kleines bisschen. Weißt du, manchmal, wenn man sich was vorgenommen hat und es richtig gut machen möchte, dann hat man diese Schmetterlinge im Bauch. Ach, das wird sicher ganz klasse. Vielen Dank, Stefanie. Ich werde dich nicht enttäuschen. Tippel nicht so rum. Herzlich willkommen zu unserem spektakulären Spektakeltag. Und bitte begrüßen Sie mit mir den großen Helden unserer Stadt. Spartakus! Ja, Spartakus! Ja, Spartakus! Welchen tollen Trick zeigst du uns mit dem Fußball, Spartakus? Einen schnellen Salto mit Schuss. Oh, ein schneller Salto mit Schuss? Pixel, wir bräuchten rhythmische Untermalung. Okay. Yeah. Gute Güte. Yeah. Oh, Nein, nicht diese Art von rhythmischer Untermalung. Nein? Ein Trommelwirbel, bitte, ja? Ah, ja, klar. Bestimmt. Jetzt geht's los. Okay. Mhm. Nun bemerkenswerte Beinarbeit. Oh je. Was war das? Was war denn das? Entschuldigung, Herr Bürgermeister, meine Füße spielen verrückt. Oh Mann, das ist ja schrecklich. Spartakus. Das auch zu dem Trick? Nein, auf keinen Fall. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Glaube ich auch. Ah. Wieso sitzen wir da noch hier? Los, wir müssen ihm helfen. Ja, auf jeden Fall. Helfen wir auch schon. Viel Glück, Kinder. Den Blödmann habe ich endgültig erledigt. Aber nun braucht diese Stadt eigentlich einen neuen Superhelden. Vielleicht gehört das ja zu seinem Trick. Oh, ja. Vielleicht. Bleib! Halt! Spartakus, was ist denn? Ich habe meine Füße nicht mehr unter Kontrolle. Oh, du musst das also. Es gibt immer eine Lösung, Spartakus. Ja. Jetzt weiß ich's. Versuch das mal. Am Ende geht's immer an.
Oh Mann, was könnte ich denn sonst noch tun? Ich weiß was. Wieso gehst du nicht einfach auf den Händen? Das ist es. Unterwegs. Herr Bürgermeister, Ihr neuer Held steht vor Ihnen, Lazykuss. Was? Freddy Faulig? Aber Sie sind doch kein Held. Wieso nicht? Ich hab doch einen flotten Anzug an mit einem L auf der Brust und ein Tischtuch umhängen. Ein Cape natürlich. Naja, gut, okay. Es ist nicht wirklich ein Cape, aber es sieht doch eigentlich fast genauso gut aus. Na, was sagen Sie? Ich weiß nicht. Spartacus könnte ja immer noch zurückkommen. Spartacus? Ach, Sie meinen diesen trottligen Hampelmann, der so durch die Gegend läuft. Der ist kein Held, schon längst nicht mehr. Immerhin hat er vorhin doch böse versagt, stimmt's? Oder hab ich recht? Tja, es tut mir leid, Lazarus, aber ich... Das heißt Lazykuss! Also, was muss ich tun, um ein Superheld zu werden? Nun ja, zeigen Sie uns doch einfach einen Trick für den spektakulären Spektakeltag. Spartacus hat das auch stets getan. Na schön, kein Problem. Abstand halten! Ja. Tada! Danke, Sie sind wundervoll. Ich bedanke mich herzlich. Tja, und das war schon alles? So ein halber Spagat? Na ja, gut, ich hab's nicht ganz geschafft, aber dafür war's wenigstens stilistisch großartig. Ganz abgesehen davon ist Spartacus weg. Und ich bin Ihr einziger Kandidat. Und hiermit erkläre ich mich selbst zum... Halt! Spartacus kann auf seinen Händen gehen. Hä? Hier! Ja, er kann das. Hier ist er, seht her! Toll, hä? Super, Spartacus. Er ist klasse. Ja. So was? Das ist ja unglaublich. Er ist der Beste. Und was nun? Psst. Wart's ab. Toll. Ja. Und jetzt zurück in den Zirkus. Wir sind beschäftigt. Was denn? Aber auf den Händen gehen ist doch sensationell. Ja. Kann das nicht Spartacus' Trick für den spektakulären Spektakeltag sein? Ja. Ja. Aha. Hä? Nun, es sieht zumindest äußerst spektakulär aus. Spartacus, wieso zeigst du uns eigentlich nicht mal deinen tollen Trick? Ja, zeig ihn! Okay. Hier ist was oberfaul. Ein Füße-Verwirrung-Mat 6000, cool. Aber ein fieser Trick. Und nun verschwinde und lass den wahren Helden zeigen, was er kann. Jetzt, was ist nun los? Er ist auf dem Bein. Ich kann wieder richtig stehen. Aber wo sind meine Schuhe? Ja, hier sind sie! Hier sind sie! Nun mach schon los, zieh sie an! Halt, warte! Spartacus, zieh sie nicht an! Ja. Freddy!
Zieh du doch mal diese Schuhe an. Was? Wieso ich? Nein, danke. Los, mach schon. Ah, nun komm schon, Freddy. Oder hast du etwa Angst? Was? Angst? Ich? Ja. Er zieht sie an. Oh, oh. Diese Schuhe sind doch völlig in Ordnung. Wiedersehen, Freddy. Freddy, pass auf! Das sind bestimmt Spartakus richtige Schuhe. Hey, meine Schuhe. So. Wie neu. Ja. Also das nenne ich spektakulär. Wow. Dankeschön. Für Sie. Danke. Bereit? Da fliegt er. Also, das war echt ein spektakulärer Trick. Klasse. Danke sehr, Stefanie. Ja! Ja! Wirklich spektakulär. Bing, bang, diggi, diggi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Ich zeig's dir.